Mittagspause naht beim Jungmakler Award in Ludwigsburg. Wir sind hier zu Gast bei der Württembergischen im 17. Stock über den Dächern von Ludwigsburg. Wir haben draußen 32 Grad, hier drin ist es zum Glück schön klimatisiert. Ist auch, glaube ich, ein Vorteil, wenn man so kurz vor dem Pitch-Vortrag steht. Ich stehe hier mit Bastian Semmler, der gleich dann dran ist, um sein Unternehmen vorzustellen. Aufgeregt? Ein wenig. Ich bin Wiederholungstäter, ich habe vor 3 Jahren das Ganze schon mal gemacht. Weiß also tatsächlich ein bisschen, was mich erwartet. Okay. Und, aber klar, ein bisschen Grundnervosität kann auch nicht schaden, denke ich. Mhm. Ist es ein Unterschied zwischen dem Vortrag hier oder dem Bundescasting vom Gefühl her und dem Regiocasting? Oder ist es ähnlich? Oder? Also es ist ein Unterschied, weil ab jetzt geht es, ich sag mal, ein bisschen noch was. Ne? Regiocasten, das war so mehr, naja, sag mal, da weiß man ja noch nicht, ob man weiterkommt. Da habe ich mich auch tatsächlich nicht ganz so intensiv vorbereitet. Mhm. Aber hier habe ich mir dann nochmal Gedanken gemacht, die Präsentation nochmal ein bisschen verändert. Also ja, das ist doch mal ein bisschen was anderes. Ist ja auch ein bisschen gerafft, dann eher nur 10 Minuten Zeit beim Regiocasten, glaube ich. Ja, auch 10. Das ist, genau. Okay. Aber es sind natürlich auch andere Menschen in der Jury, ne? Also viele Vorstände. Also, ja. Aber ihr habt euch ja gestern Abend schon kennengelernt in der großen Runde und so weiter, glaube ich, alles. Das ist ja, alles gut. Ja. Genau. Was ist das, sagen wir mal, das größte Learning, der große Benefit, den du mitnimmst von dem Jungmakler-Award 2018? Ich kann es tatsächlich ganz gut vergleichen zum letzten Mal. Wir haben unser Geschäftskonzept wirklich nochmal überdacht. Viele Sachen sind schon gut gelaufen. Ja. Manche Dinge konnten wir verbessern. Das haben wir. Wir haben Umsatz seitdem verdoppelt. Und viele Dinge wirklich verbessern können. Und das ist hier genauso. Der Austausch, die verschiedenen Konzepte, das ist einfach wirklich ein sehr, sehr hoher Mehrwert. Kann ich also wirklich jedem ans Herz legen. Also auch ein gutes Gefühl für den Vortrag. Definitiv. Sehr gut. Also, da geht es dann gleich weiter. Okay, ja. Dann wünsche ich viel Erfolg. Danke. Viel Spaß. Mhm.